heute eine geringe Belastung gehabt. Dafür hatten wir gestern und vorgestern zwei sehr intensive Tage. Und die Jungs haben die Belastung gut verkraftet, haben echt einen super Eindruck gemacht, sind natürlich heute müde, aber das sollen sie auch, sodass wir sie dann heute und morgen wieder langsam frisch kriegen fürs Spiel gegen Hoffenheim. Aber bin zufrieden mit der Intensität, die wir im Training bis jetzt gezeigt haben. Wir haben diese Woche intensiv am Spiel gegen den Ball gearbeitet. Da sind wir schon einen deutlichen Schritt vorangekommen. Merken, dass die Jungs dann auch die Dinge jetzt langsam, die im kleinen Rahmen trainiert wurden, langsam umsetzen können, in größere Spielformen transportieren können. Das war wirklich gut. Wenn man es jetzt mal so einschätzt, dann haben wir vielleicht jetzt von den Trainingsinhalten so, ich würde mal sagen, ein Drittel bis die Hälfte ungefähr geschafft von dem, was wir uns vorgenommen haben für die ganze Zeit. Jetzt haben wir natürlich das Trainingslager, wo wir sehr viel Inhalte reinlegen können, wo wir viel Zeit miteinander verbringen können. Aber so von unserem Status, was wir bis jetzt geschafft haben, was wir uns vorgenommen haben, sind wir gut unterwegs und konnten die Inhalte echt gut umsetzen. Ich habe mich unglaublich gefreut, hierher zu kommen. Es ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer, wie da, wo ich aktuell war in Wiesbaden. Und ja, ich habe mich unglaublich gefreut, da zu sein und auch hier jetzt meinen Teil dazu leisten, Gas zu geben und dementsprechend den Verein in die Richtung zu schieben, wo wir alle hinwollen. Und ja, von der Stadt habe ich noch nicht ganz so viel gesehen. Das war alles bisher ein bisschen viel mit Häuser besichtigen. Ich habe Familie, ich muss mich erstmal um die Dinge kümmern, um dann vielleicht, wenn das alles geklappt hat, mich dann mehr um die Dinge zu kümmern. Der Manu war von Anfang an Wunschspieler, muss man ganz klar sagen. Wir haben ihn dann auch bekommen, haben ihn von uns überzeugt. Ich hatte viele Gespräche vorher auch mit ihm und konnte mir ein richtig gutes Bild machen von ihm als Typen, als Charakter. Er ist ein sehr offener Mensch, der auch damit umgeht, gut umgeht, was er will, was er möchte, wie er sich in die Mannschaft einbringen kann, was er auch erwartet vom Team, was er vom Trainer auch erwartet. Und da haben wir echt gute Gespräche geführt. Er ist mittlerweile auch in einem Alter, wo er sehr reflektiert ist und deshalb war es für uns ein ganz wichtiger Transfer sportlich, aber auch von der Charaktersache, weil er, glaube ich, auch eine Führungsperson sein kann, der die Mannschaft führt, der junge Spieler mitführt, wo wir auch dann eine Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen können. Ich werde alles reinwerfen, um den Verein weiter nach vorne zu bringen. Und das ist nur mit maximaler Leistung zu tun. Und alles andere, was dann kommt, ist natürlich das, was wir am Ende der Saison sehen.